Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Ja, wir sind hier immer noch in der Bonusgeschichte, Sondergeschichte, wie auch immer man das nennt. Ne, kann ich ja gar nicht darauf zurückgreifen. Und ja, wir spielen ja gerade die Sonderepisode von Jane. Ne, hieß sie echt so? Hieß sie nicht Jan? Irgendwie so? Ich glaube, sie ist Jane Doe oder irgendwie so. So wie dieser berühmte Demon hier, John Doe, ne? Aber keine Ahnung, ne? So, wir sind immer noch hier in der Bonus-Mission. Wir haben die Mission letztes Mal gestartet und haben hier ein bisschen, ja, mit den Knaben hier geredet, ne? Seth ist hier irgendwo gefangen genommen. Wir haben ein bisschen Streit geschlichtet. Wir sind hier eine Undercover-Agentin von der Sicherheitsbehörde und arbeiten hier undercover, um hier die Leute hier aufzuhalten. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ne? In der letzten Folge haben wir schon ein paar Missionen gemacht, ne? Und ja, mal schauen, ne? Wir müssen jetzt, glaube ich, hier rausgehen, ne? um irgendwie einen Fluchtausgang hier vorzubereiten für die ganzen Gefangenen und so, ne? Gut, Jane, ach, das kannst du dir nicht vorstellen, wie gelangweilig es ist, den Ein- und Ausgang zu bewachen. In der Höhle gibt es kein Signal für Unterhaltungsvideos. Ich warte darauf, dass du den Film zurückbringst. Komm, ich zeig dir Evakuierungswege der Höhle. Genau. Ha, ha. So, ich kann dich nur bis hierhin begleiten. Als nächstes musst du ein Mädchen mit pinken Haaren finden. Sie ist einer der unserer Kontaktpersonen. Sag ihr, was du brauchst und wohin du willst. Die Grundlage habe ich ihr gesagt, als ich die Höhle verlassen habe. Genau, wir sollen irgendwie Vorräte holen, ne, damit wir die Leute zum Flüchten erben können, ne? Ich verstehe, du gehst besser zurück, bevor sich die Ätherale wieder hier versammeln. Gut, dann gehe ich jetzt. Bis dann, vergiss meinen Film nicht. So, oh, Erfahrungspunkte und Zeugs. So, Mädchen mit pinken Haaren. Können wir uns hier bewegen? Nee, ne? In den Hauptschlüsselkarte, alte mehr Vorräte, alte Videokassette, die Port Peak. Kann ich ja später benutzen, die Kassette. Okay. Ey, was geht? Mein Gott, ist sie groß im Vergleich zu sie. Guten Tag, ich bin Jane. Eine junge Frau mit einem etwas stolzen und wachsamen Blick dreht sich um und sah Jane an. Ihr Blick fixierte Janes Gesicht. Habe ich etwas auf mein Gesicht? Ich hätte nicht gedacht, dass es in der Berglöwenbande so eine hübsche Frau gibt. Ich dachte, alle wären so wie Razor, grobe Kerle. Hey, du bist auch hübsch. Der Wächter hat die Lage erklärt. Ich bin die Kontaktperson für Außeneinsätze. Sag mir einfach, wohin du willst. Wenn du zurück zur Übungsstation willst, lass es mich wissen. Ich werde in deiner Nähe bleiben. Ich verstehe. Wenn ich etwas brauche, werde ich mich an dich wenden. Übrigens, ich brauche kurz deine Hilfe für etwas anderes. Hier ist eine Liste. Ich würde gerne, dass du mir dabei hilfst, diese Vorräte zu beschaffen. Ich bezahle alles und du erhältst 30% des Kaufpreises als Belohnung. Einverstanden? Du bist nicht nur hübsch, sondern auch unkompliziert. Gut, ich schicke jemand los, um die Vorräte zu besorgen. Jungs, ich mag dich sehr. Kann ich dich als Freundin auf Knock Knock hinzufügen? Nachdem ich die Sachen bekommen habe, werde ich darüber nachdenken. Dann überlasse ich jetzt dir, okay? Erfolg. Damit sind die Vorräte gesichert. Als nächstes ist die Hauptschlüsselkarte dran. Zum Lumina-Platz. Alles klar. Ich nehme an, hier bin ich am fertig, ne? Na, dann mal los. Wohin willst du, die Wärtste? Ich möchte zum Lumina-Platz. Ich habe gedacht, wir treffen vielleicht noch ein paar bekannte Charaktere oder so. Ja, vielleicht auch nicht, ne? Ich würde mir irgendwie wünschen, man könnte mit anderen Charakteren hier rumlaufen. Ich meine, das ist ja schon mal, das ist halt erstmal, dass wir mit jemand anderen hier rumlaufen, außer mit Belle, ne? Aber Belle ist halt ein anderer spielbarer Charakter, ne? Normalerweise. Deswegen ist klar, dass es für sie Laufanimationen und all sowas gibt, ne? Aber in anderen Charakteren würde ich mich auch freuen, wenn man die irgendwie spielen kann. Aber dann kann man die wahrscheinlich nicht mehr treffen, ne? Wenn die durch die Gegend laufen, oder? Trotzdem. So. Jetzt wo ich weiß, was man hier rüber kann. Straße. Überqueren. Hallo? Oh. Ich glaube, meine Internetverbindung ist gerade wieder. Nein! Nein! Boah. So, ich bin auf der anderen Straßenseite. Mal gucken, wie es hier weitergeht, ne? Ja, schon mal ein sehr schlechtes Zeichen. Boah, ich hatte schon den ganzen Tag Probleme hier.
habe schon heute mit dem Vegas ein bisschen Helldivers aufgenommen, da ist es auch nicht so gut abgelaufen. Endlich sind wir hier, das ist das Luminar-Revier. Schade, dass die Operation Quill aber noch geheim ist. Ich gehöre jetzt nicht zur Sicherheitsbehörde. Wenn ich hier offensichtlich reintrete, werde ich definitiv erwischt. Ich muss vor den Blicken der anderen mich verstecken. Sie haben immer noch Sicherheitsoffiziere stationiert, wie professionell. Aber im Moment ist eine Qual für mich. Ist es möglich, die Leute drin für eine Weile herauszulocken? Ihr geht hier stinkt nach Schnaps und Erbrochenen. Diese Betrunkenen sind ein bisschen zu viel, dachte die Leute, die ich da gerade gesehen habe. Und schon fangen sie an, die normalen Bürger zu schikanieren. Ich sollte sie zuerst aufhalten und dann über das weitere Vorgehen nachdenken. Warte, es scheint eine perfekte Lösung für beide Seiten zu geben. Kann sie nicht einfach hier reingehen? Ich meine, solange niemand, der gerade da draußen hier unterwegs ist, ist das doch nicht schlimm, ne? Wenn die Leute hier doch kennen, ist doch nicht schlimm, wenn ihr Dings hier besorgt, oder? Ajo, entspannter Betrunkener. Hier ist eine Bestellung. Es ist das feinste aromatische und hochwertige Zeug. Hä? Wer bist du? Vertrau mir, lauf ins Revier. Sie behandeln dich wirklich nicht sehr fair gerade. Es wäre besser, sie loszuwerden. Oh, verstanden. Was? Ist das deine Bestellung? Blöck. Schnell, sonst ist alles weg. Ist es im Privatzimmer da vorne? Wow, Abteilungsleiter, sie haben uns diese Gerichte umsonst gegeben. Schnell, schnell. Hier drüben, kommt schnell. Jetzt schnell rennen, renn ins Revier. Unter Janes Führung stimmt die Gruppe von Betrunkenen in das Revier der Sicherheitsbehörde und ignoriert dabei den diensthabenden Offizier, der versucht, sie aufzuhalten. Ausgezeichnet, ich habe es geschafft. Jetzt, wo alle abgelenkt sind, kann ich in den Ausrüstungsraum nach der Schlüsselkarte suchen. So, ich habe übrigens hier mal aufscreen irgendwie so ein Schild irgendwie weil nicht angesprochen mit weiß, und da stand irgendwie so was wie, da war irgendwie so eine Warnung, so oh, das, man sollte sich am besten von dem Höhlen fernhalten. Da hatte man irgendwie so eine Dialogoption, so aber beim nächsten Mal merke ich mir das. Da hat man eine Achievement für bekommen, also ein Erfolg in dem Spiel. Oh, kann man endlich mal da hinten rein, war natürlich ein bisschen ja unweiß hier mit weiß, weil er ja die ganze Zeit hier mit seinem Bangbo in der Höhle reingeht. So, ja, beim nächsten Mal gehe ich nicht in die Höhle, werde ich mir merken. So, hier konnte man irgendwie noch nie hin. Der Schlüssel zum Inneren Ausrüstungsraum ist in diesem Schließfach. Ich muss einen 6-stelligen Code eingeben. Moment mal, wer hat hier unten eine kleine Notiz für den Geheimcode geschrieben? Etwa ein geistesabwesender Sicherheitsoffizier? Warte. Tiz ansehen. Und vergessliche Offiziere Hilfestellungsleisten, werden wir die am häufigsten vorkommende Nummer hier als Geheimcode festlegen, um die Sache zu erleichtern. Und die als häufigst vorkommende Nummer. Nein, nicht schon wieder. Boah. So, ungefähr eine Stunde später. Internetverbindung ist seit einer Stunde stabil. Mal gucken, wie lange das noch hält. Ne? So, wir machen jetzt hier weiter. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Ich soll eine Schlüsselkarte finden. Ne? Weil man war schon vorher hier. Mit hier alle so Ausrufezeichen sind. Der Schlüssel. Muss ein Sektion und ein kleiner. Warte schon wieder. Die am häufigsten vorkommende Nummer. Was soll ich darunter verstehen? Spur. Oder in der Höhe kann es so. Und wie sie gab, oh, ich habe mich an alle vier. Okay, welche soll jetzt die am meisten vorkommende sein? 35, 36, 37, 38. Okay. No, da ist ein Foto. Okay. Ich weiß nicht genau, ob ich hier richtig suche. Ein Teil davon scheint hier noch eine Nummer zu tragen. Okay. Okay, oh Gott. 35, 36. 225 225 jetzt dreimal.
Die 13 ist zweimal. 18 ist zweimal. 09. 225 101 225. Oh, danke. 101 225, danke. Muss gar nicht nachdenken. Okay. Aber wenn ich der gleiche schließt, den ich gerade ja untersucht habe, oder? 101, ne? 225, ne? Es ist offen. Alles klar. Achso, ich bin. Na nee, ich bin von hier gekommen. Genau, ich dachte, ich kam von da. Okay, dann ist natürlich richtig. Endlich Zugang zum Ausrüstungsraum. Die Hauptschlüsselkarte sollte hier irgendwo sein. Und das Licht aus ist. Und das Licht ist aus. Aber egal, ich bin auch gewohnt, im Dunkeln zu arbeiten. Was das Bildmaterial der Überwachungskamera im Korridor geht, da muss ich auf Zuschauern und Byron warten, um mir damit zu helfen. Jane schleicht sich vorsichtig in den Ausrüstungsraum. Die Hauptschlüsselkarte ist eine niedrig regulierte Ausrüstung der Sicherheitsbehörde und Jane findet sie schnell, während sie im Dunkeln herumstöbert. Als sie den Raum verlässt, ist der Tumult zwischen den Betrunkenen und den Sicherheitsoffizieren in der Lobby immer noch nicht vorbei. Praktisch. Ich habe die Hauptschlüsselkarte. Es fehlt nur noch dieser Film, den der Wächter will. Wo finde ich den bloß? Aber ich dachte erst, sie will bei uns hier in die Videothek gehen. Aber ein bisschen cool. Unsere Hauptcharaktere kennen die ja nicht, ne? Ach, da sind sie. Ja, hab ich mal gesehen. Ich dachte, die will sonst zur Videothek gehen hier. Ja. Aber irgendwie lustig. Okay. Oh Gott. So, mal gucken, ob diesmal meine Internetverbindung dann aushält. Ja. Okay. Hey, was geht? Na? Ich will mit dir reden. Jane wechselt mühelos zu einem sympathischen Gesprächsthema und wurde sofort zu einem enthusiastischen, aber unerfahrenen Filmfan. Guten Abend, kann ich hier Hilfe Filme kaufen? Du willst einen Film kaufen? Ist das dein Ernst? Du willst einfach die Originalkopie kaufen? Oh, es ist wirklich bewegend, einen so leidenschaftlichen Filmfan zu treffen. Sag kein Scherzkeks. Mhm. Guten Abend, junge Dame. Ich vermute, du willst wissen, ob man hier Disketten zum Privatgebrauch kaufen kann. Normalerweise verkaufen Kinos keine Disketten. Ach so, ist das so? Ich dachte, hier könnte man Filme kaufen. Ich möchte einen Film kaufen, der mir ein Freund empfohlen hat. Ich erinnere mich, der Titel hatte etwas mit Gipfel zu tun, oder es war ein Thriller. Ah, du bist ein bisschen vage. Travis, hast du eine Idee? Keine Ahnung, aber ich kenne jemanden, der sicher weiß, wenn es dir nichts ausmacht, den Film stattdessen auszuleihen, kann ich dir einen großartigen Laden empfehlen. Der hat eine riesige Sammlung von Filmen. Die Chefin kennt sich gut aus. Sie wird dir sicherlich weiterhelfen. Chefin? Ich dachte, ich bin der Chef. Tosken, großartig. Wie heißt dieser Laden? Random Play. Und er befindet sich gleich um die Ecke auf der 6th Street. Geh einfach dorthin und du sollst es noch schaffen, vor Ladenschluss zu besuchen. Gut, zumindest weiß ich jetzt, dass es der Film auf der 6th Street zu finden gibt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollte ich schnell ankommen können, aber für meine aktuelle Identität ist das Risiko im öffentlichen Verkehr zu hoch. Ich sollte zurück zur Kontaktperson gehen. Vielleicht hat sie eine Lösung. Okay. Ich wusste weg. Sie geht zur Six, zu unserem Random Play Laden. Hat sich irgendwie so angeboten. Nein, das hat nicht. Ich kann mich auch hier nicht teleportieren oder so. Ich weiß nicht genau, wo ich hier hin muss. Was ist eine Gasse? Also. Ja, was geht? Willst du eine Westwärze? 6th Street. Na, gehen wir mal dahin. Willst du meinen Film bei uns selber kaufen? Die Vorräte sind in der Hauptschlusskarte auch. Jetzt wird nur noch der Film. Zeit, die WFT zu finden. Wie heißt sie nochmal? Random Play? Die Strahlen kreuzen sich. Ich wusste, er kommt noch Katzen. Vor einigen Minuten vor Ausgang der Metrostation bei der 6th Street. Bell und Weiß sind auf dem Heimweg vom Lumina-Platz. Ja,
お腹空いたな。手続きが終わってからもルミナスクエアを延々とぶらついていたのは誰だい。こんな時間になってしまったのは治安局のせいじゃないと思うな。ああ、お兄ちゃん治安局びいきだ。Frau, hast du schon wieder eingekauft? そもそもの、きっかけは治安局に呼びつけられたからでしょ。ほら、ビデオ屋の方はおかげで何もできなかったし。 だからそれもさっさと帰っていれば。分かったからつねらないでくれ。リンもお腹が減っているだろう。戻って店内を一通りチェックしたら、ご飯を食べに行こう。誰かさんの待ち遊びで店を開けられなかった分、何を食べるかは僕が決めるべきだな。ええ、そんなのあり？お兄ちゃんどうせまたラーメンじゃん。 そうだ、賭け をしよう。ビデオ屋の前でお客さんを待たせてなかったらフってことで、そしたら私が決めるの。あら、ごめんね、お嬢ちゃん。今日はラーメンを食べてもらうことになりそうだわ。え、どちら様？二人はこのビデオ屋の店長さんよね。あたい、映画を借りたいの。 ちょっと再スピーターにビデオテイクランプレイ。なるほど。みさん、えひにやくれ、あなすまんラーデン。そのキーワードだけだと。ごめんね。タイトルを聞いたとき、すっかり上の空だったの。やっぱり難しいかしら。探しがいはありますね。ただそれだけでなく、今日はもう看板を下ろしていまして。 レジを開けたり、会員の手続きなんかをするのは。あら、そうなの？店長さんを困らせちゃうのはちょっとね。映像専門にして。他のお店にかけてみようかしら。よかったわね、お嬢ちゃん。あたいはまだお客さんとまではいかないから、今夜はラーメン以外の選択肢があるわよ。うん。いえ、待ってください。 わざわざうちに来てくれたんですから。なぜにそう、来たアウトリックスのファニーやマインガス。素敵ですね。あら、本当？あたいのためにわざわざレジを開けてくれるのかしら。とりあえず何かに書き付けておけばいいですから。大丈夫ですよ。お兄ちゃん今頭の中でソロバン弾いたでしょう。さて、何のことやら。僕はただランダムプレイが映像を扱う店として。 ここに並ぶ専門店。わあ、来た。というわけでお客さん。この映像は、ベルジョン1.1です。度胸はあるほうかとか。うん、度胸ね。あるふりをしてるけど、口先だけね。実際に何かしようってほど肝は据わってないし、なんだかんだと言い訳するのが得意なの。ホラー好きとしては入門レベルだね。 お兄ちゃんと同じくらい？あ、最近入荷したホラーの中から、お兄ちゃんが見るやつ絞ってみたら？あのね、リン、僕を変な基準にしないでくれ。これでもビデオ屋の経営者だ。いざとなれば、プロ根性で全部見るとも。へえ、じゃあ今日晩ご飯食べたらホラー映画鑑賞マラソンね。まあ、あえて言うなら、静寂の谷と、 ザ・ビッグホロー。それにポッターヒルの3本なら見れなくも。うんうん。静寂の谷は聞いたことあるわ。あたいの友達が探してるのとは。ピークはね、クラウビ。そうなの？まあ山じゃなくて谷だしね。ザ・ビッグホローは山って感じのシーンはちょっとしかないし、そこ自体はホラーでも何でもないから。 残るはポッターヒルだね。ああ、ヒルなみ。なかなかヒルなみ。凶暴極悪なチェーンソー怪人がバックパッカーに魔の手を伸ばす。刺激強めのアクションシーン、飛び散る血しぶき。大体どのシーンにも取れちゃった手足とお腹の中身が映ってるよ。今夜は野菜ラーメンにしよう。その感じだと。 ポッターヒルで間違いなさそうね。店員さんたち、どうもありがとう。すっごく助かっちゃった。あんたたちのことは忘れないわ。あ、待ってください、お客さん。お釣りはいらないから、妹さんに甘いものでも買ってあげてちょうだい。
Wie viel Geld bekomme ich ja noch? Also sie soll eine Ratte sein, deswegen der Name. Dann habe ich jetzt erst gecheckt. Ein paar Tage nach der Aktualisierung der Lizenz wurde es im Random Play. Okay. Okay, hier sind ein paar neue Quests anscheinend. Ja, warum ist ja hier erstmal eine neue Musik? Okay, Belle. Weißt du, bist zurück. Jetzt geht es darüber, ich mit dir reden wollte. Hast du einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Ja. Super, unser Geschäftsvermögen-Zertifikat wurde genehmigt. Jetzt müssen wir nur noch in unseren Papieren zur Sicherheitsbehörde auf den Lumina-Platz gehen, um den ganzen Verfahren abzuschließen. Haben wir schon gemacht? Ja. Wie einfach das Wort Einkaufen umgangen ist. それと今日の夜はラーメン以外ね。そういえば、この間ポッター・ヒルを借りてったネズミのお姉さん、どうしてるかな?トアちゃん、お店の方はお願いね。ネズミのお姉さんが返却に来るかもだから、名前を聞いといて。殺そうとした感じの美人さんだからね。うちに入会してくれたらもっといいけど。<笑> Zur selben Zeit in der Übergangsstütze der Berglöwenbahn in der Balletwindshöhle. Ja. ほほほ、やった!ポッターヒルのHDリマスター版!しかも20秒の特典延期じゃないですか!ごゆっくり、飛び散る血しぶき、ちぎれ飛ぶ手足、あんたも大満足の刺激強めなシーンが満載だって。どうしたの?急に怖くなっちゃった? Nachdem ich den Film besorgt habe, wirst du gefaced, sag mal nicht mehr. Noah, また便所か?なんか行けば気が済むんだ。お前たちのせいだろ。あれから本当に3倍の水を飲ませやがって、こうなるに決まってるだろ。牢屋で直接したら解決だろうが。はあ?お前には羞恥心ってもんがないのか?みんなが見てる中で拾ってるのか。まあ、もう何度か解決してるんだ。 ただ、これ以上は牢屋がな。そう。おい、言うな、そんなこと。連れてってあげなさい。治安官の坊やにも尊厳ってものがあるんだから。そうそう。エータリアスがいるかもしれないし、見張りを何人かつけてあげようかしら?いやいやいや、便所はすぐそこだし、あれもの置き遣いは不要です。それに、 Oh, oh, oh. Okay. Sprich mit dem schlauen Lakai. Wenn er so wie L sitzt, oder? Jane, da bist du wieder. Bist du hier? Wo ist der Wächter für die Vorräte? Oh, er sagt, dass seine Wangen wirklich wehtun. Sein Handgelenk juckt. Er konnte es nicht mehr aushalten und rannte auf die Toilette. Ach, der mit den Kaugummi. Jane, wie war die Ausbeute? Hey, du bist gut informiert. Die Vorräte sind vorhin eingangs zu der Übergangsstation. Gehst du sie für mich holen? Klar, kein Problem, aber zum Sortiment, sortieren und verteilen der Vorräte im Lager muss der Wächter dabei sein. Also wäre es besser, auf seine Rückkehr zu warten. Jane, du hast so lange gearbeitet. Ruhig noch mal aus. Alles klar.
Nicht nötig, ich bin nachher wach. Ganz nebenbei, Seth und die Wächter, bilde ich mir das ein oder ist hier etwas im Gange? Na, Mann. Was macht er? Ja, das heißt, ihres Plans. Warum würde ihr nicht hier diese Muskelmedizin hier entfernen wollen? Nicht was von dem verlangen will. Ah, Cutscene. Ja, warum ist da so ein Echo-Effekt, wenn ich nicht mit ihr da weiß nicht mehr, wie sie funktioniert. Schon wieder ein paar Tage her. Ja, ist doch gut, dass die fliehen, oder? Irgendwie habe ich da nie 1 und 1 zusammen gesehen, aber ja, sie soll eine Ratte sein, ist klar. Deswegen auch der Name der Quest. Ne? Ich dachte mehr so Ratte, so im Sinne von hier, weil sie sich hier halt eingeschlichen hat und nicht, weil sie wortwörtlich eine Ratte ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich dachte, sie soll eine Kuh darstellen oder irgendwie sowas. Sie ist nicht wirklich aus wie ein Rattenschwanz hier. Er sieht auch nicht wirklich aus wie ein Kuhschwanz. Na, was? Ein bisschen leiser, ja. Ich wusste, er ist ein bisschen guter. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, im letzten Part, ne? Der klingt irgendwie so wichtig.筋肉なんてものはな、理屈を叩き込んだら、あとは一発鞭を打ってやるだけで、必ず動くんだ。一体どこの世界の筋肉だ。ダメだ。もう走れない。ほら、頑張れ。もうすぐ出口だって言ったのはお前だろ。いや、もう着いた。ここが出口だ。なんだ、そうだったのか。 さあ、市民の2人、君たちが先に出るんだ。いいんですか？治安官さんこそ
体が万全じゃなさそうですし、先に出るべきでは。俺のことは気にするな。時間がない。君たちが先に逃げろ。さあ早く。ありがとうございます、セス治安官。あなたがいなかったら、私たちはきっと今頃。治安官ならみんなこうしたさ。ほら、よし、お前の番だ。どうした、セスの兄貴。俺マジで出てもいいのかな。本当に足を洗えるだろうか。Kann ich wirklich ein Spielwarencharakter werden? Ich liebe dich. Hallöchen, na?Jetzt sagt sie ihm wahrscheinlich, dass sie zu denen gehört, ne? Damatte, Kita. Anta, tachi, ni wa mada, hoka no michi ga. Hoka no michi da to. Oh Mann. Natürlich etwas böses Timing jetzt. Eine harte Stimme erklingt hinter ihnen. Lärmende Schritte und Schreie nähern sich aus der Ferne. Die Kernstreitkräfte der Berglöwenbande umzingelt sie.俺の後ろにいろ。ストリートの掟、組の掟、俺様の掟。Muss ich gegen dich kämpfen? Ich glaube, gegen ihn habe ich schon mal gekämpft in Shiryu-Verteidigung. Er ist super schwer. Na, Jay. こいつらに、他にどんな道があるってんだ。もちろん、投降して服従すること。Ah, Mann.裏切り者は死ぬより過酷な罰を受ける。それが起きてだ。あ、まん、だが、ジェーンに一つのチャンスをやる。貴様、その治安官をやる。そうすれば、軽い罰だけで容赦してやる。あ、まん、3秒で決めろ。3、2、Schüsse erscheinen und eine Kugel fliegt in Richtung der beiden. Durch das Unterdrückungsfeuer ist der Verräter schnell. Okay. Oh. そいつに手を出すな。あ、カムジェイン。俺はもう一度チャンスが欲しいんだ。やめろジェーン、やめてくれ。君はまだ引き返せる。あ、カム。言い残すことはある。俺は人生をやり直す。そうね、できる。やめろ。焦らずとも、次は貴様だ。貴様もか、起きてを軽んじると。違うわボス、じきに来るのよね。このあたいに昇進の時が。何が言いたい。あたいたちは今絶好調。治安局だって止められやしない。ここで潰しちゃうのはもったいないもの。ならどうする。彼が来た、つまり今がその時よ。あたいの力を証明して地位をつかむために。決闘させてねぐらでね。ジェーン、調子に乗りすぎんなよ。決めるのはボスだ。みんな知らないで
でしょ。巷で噂になってるの。山獅子？治安局の前じゃただの子猫じゃないってね。兄弟にしのぎ、縄張りまで日に日にやられて。それであんたたちは逃げて隠れてネズミみたいに息を殺してる。獅子の誇りはどうしちゃったの？この治安官は組を鼓舞するチャンスだわ。決闘でよその組に知らしめるの、獅子の恐ろしさってやつを。子猫は嫌でしょ。ボス、ジェンのあれこれ言うつもりだ。そうだ、ボス。はい、がれ。我ら山地ジェンのあれこれやっつめ。治安局を潰せ。山地山地。Yeah. Vögel, ich meine Löwen. ネクラの準備ができ次第人をやる。それまで目を離すな。はい、ボス。英断ね、ボス。失望させないわ。オッケー。Gucken, wie hat hier abläuft. Ja, ich glaube nicht eine Sekunde, dass der eine Typ tot ist, ne?Fortpunkt. Nun, die Vorräte auf der Flucht sind alle bereit. Damit solltest du den Überlebenschance steigern. Es ist, was es ist. Ich finde es besser, ein Weg, dass du mit. Ich bin bereit, ja. Ich bin vorbereitet. Ich werde diese Mission beenden und diese Berglöwe ein Loch in den Hals jagen. Okay, direkt schon. Kurze Zeit später an der Übergangsstation der Berglöwenbande. Da zwei der Geiseln abgehauen sind und das Duell kurz bevorsteht, entscheidet Razor, die Station vorzeitig zu evakuieren. Die Bande fängt ruhig an, schnell zusammenzupacken. どうにかここまで来れたわね。セスの処刑を回避しつつ、彼を餌にして山獅子組のアジトに行く資格を得た。脱出のための物資もあるし、ルートも万能カードキーも問題ない。あとは決闘までにSo, er gelüstet. Erst haben wir mit Seth gegen sie gekämpft, dann müssen wir mit ihr gegen ihn kämpfen. これはこれは、あの親衛隊候補、山獅子組切手の生え抜きであるお前が、よりにもよって神頼みか、ジェーン。決闘が何事もなく終わるようにね。あんたこそ、山獅子組の誇り高き親衛隊様が、堂々と盗み聞き。Warte, er ist die rechte Hand. Das ist die Position, die ich einnehmen werde hier. ただの冗談よ、親衛隊さん。そんなに怖い顔しないで。獅子のねぐらにつながる裂け目を通る。すぐに行くぞ。わかったわ。今荷物をまとめるから。すぐにと言ったろ。出発だ。そんなに急がなきゃいけないの？ねぐらが逃げるわけでもないんだから。お化粧を直すくらいはいいでしょ。組の掟を軽んじるのか、ジェーン。わかったわ。すぐ行くわよ。案内よろしくね、山獅子の親衛隊さん。想定より早すぎる。脱出用の物資を回収するのは間に合わないわ。悪い予感がするわね。脱出用の物資を回収するのは間に合わないわ。
Jane folgt der Leibwache der Bergwöhnen. Als sie den Riss verlässt, findet Jane sich an einem unerwarteten Ort wieder. Höhle 0. Ist Nineveh irgendwo hier? ゼロ号ホローに繋がる強制ホローの安定した裂け目を知ってたのね。逃げる時はゼロ号ホローのこっち側に忍び込んでたんだわ。地暗局がいくら探しても駄目なわけね。中継地点に耐震食装備がたくさんあったのも納得だわ。ゼロ号ホローへ潜伏する時に使うものね。 嵐が過ぎ去るのを待って、また裂け目から脱出するまで。大胆不敵ね。恐れ入ったわ。こんなに危ない策略を巡らせてたなんて。羨むことはない。お前もすぐその大胆不敵な集団の一員になる。その資格があればの話だがな。 Alles klar. Plötzlich stößt die Leibwache Jane von hinten, was? ケットの場はこの先の階段を登ったところだ。その前にいくつか条件をクリアする必要があるがな。待って、そんな予選があるなんて聞いてないわ。ボスが認めりゃお前は親衛隊になれるが、だからって山地組の兄弟たちが認めたことにはならねえ。組の地位を勝ち取りたければ、 決闘の場には自分の足だけで行きな。これも掟だ。ああ、これだ、これだ。決闘の前に消耗させようって魂胆が見え見えよ。うん、掟は掟。神頼みが通じてるや。こんな。だ、これ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 
Mein Gott, allein wir sehen schon ein Leben und so. Also da kommt noch irgendwas Dickes. Ja, jetzt habe ich ja Eis gedrückt. Das kann man gar nicht blocken. Ich meine, lange werde ich sowieso nicht blocken können. Da war ein Fernkampfangriff. Aber trotzdem. Okay, ich weiß nicht, wann ich manchmal den Angriff aufladen kann oder nicht. Ja, hell damit. So, also Karte, ne? Da kommt jetzt direkt aktuell. Ich dachte, ich muss jetzt erst die Quest machen, da kommt noch eine Cutscene und da muss ich erst. Ja, da muss ich wahrscheinlich jetzt gegen diesen Razor-Typen kämpfen, ne? Ja, guck mal, da ist er schon. Gegen den muss ich meine Sheriff-Verteidigung kämpfen. Der war voll schwierig, ey. Nachdem Jane die Prüfung der Berglinbahn abgeschlossen hat, steigt die Stufe empor, obwohl zwei weitere Leute. Ich darf damit schnell weggehen. Aber es war auch irgendwie dieser eine Modus, wo man irgendwie nur eine unendlich viel Zeit hat, aber die Gegner voll viel Schaden gemacht haben. Man einfach so wenig wie möglich sterben sollte. Die Gegner haben so viel Schaden gemacht und gegen den kam ich noch nicht klar. Ich glaube, diesmal läuft er ein bisschen besser. それが死にかけじゃ。貴様は昇進への道を踏破し、兄弟たちに認められた。神明体として、俺様の右腕になる資格がある。光栄よ、ボス。だが、決闘で正式にその地位を勝ち取る前に、もう一つ最後の準備がある。何なりと、でもその前に。 Wenn sie den Befehl von Razor lauscht, dreht sich James plötzlich um einen der Leibwächter ausweichen, der sich ihnen von hinten mit einer Waffe genähert hat.正直に言えば許してもらえると、幼稚園を卒業してもう20年は経つでしょう。親衛隊のお友達さ、自分でボスに申し開けしてごらん。その必要はないのさ。なぜなら、俺様がカタログでお奪いと命じ。 レイス、どうして？ジェーン、決闘ではこのボスに負けろ。その後で俺様が直々にこいつをやる。貴様が十分な働きをすれば、決闘の後すぐ新エリートの病院に送るよう計らってやる。それが昇進にあたって貴様に課す掟だ。 Muss antworten, springt Razor nach vorne und packt Jane bei der Kehle. Da kann ich unmöglich so schnell lesen. Ich
俺様こそが山地し組である。俺様だけが山地し組を体現できる存在だ。必要なのはこの威厳を守る盾であった。野心の匂いをプンプンさせたネズミなんかじゃねえ。俺様に二度も口を出し、俺様の組織で自分の力を誇示し、いや、ich meine, es war ein bisschen offensichtlich, ne?すぐに処分しなかっただけでも怪妙ってもんだ。だからこうして今、与えた命令を遂行するよう命じている。わかったか。それで、こんな猿芝居に打って出たわけ。メンツと地位を脅かされて怖くなったってだけで、あたいはてっきりあんたに秘密を知られちゃったのかと思ったけど単なるまぐれだったわけね。秘密？何のことだ？その小さな肝っ玉に見合ったちっぽけな野心だわ。路地裏で縄張り争いをしてる野良猫たちのボスってどこかしら。笑えるわね。その鼻持ちならない傲慢さ、貴様のうんざりするところだ。だがどうでもいい。今は時間がある。俺様の掟というものを叩き込んでやろう。やばい。何をする。俺はズルが大嫌いだ。散々聞いたし、耐えても来た。義のあるふりをして平気で仲間を手にかける強欲な悪党め。ジェーン、分かっただろう。これがこいつらの本性だ。俺の提案を飲んでればこうはならなかった。今から飲む。なのにお前は。待て、今なんて。提案を飲むわ。足を洗ってやり直すでしょ。いいわ、乗った。は？本気よ。両手に力を入れなさい。ダメだ、筋弛緩剤が。あれ、切れた。力も戻ってる。なぜ？カッカして汗をかいて、おトイレにも行ってたじゃない。でしょ？トイレは余計だろうが。出すもの出して、代謝が良くなったから薬が切れたのよ。おお、通りで水が出せ。ジェーン、裏切るのか？聞こえてたでしょ。あんたの茶番にはうんざり。あたいはもう出たくわ。ちょうど鍵もあるし。クワードが貴様殴られた時。そうかそうか、まあいい。ネズミを潰せば同様に威厳を示せる。見せてやる。あー、カメヤ、山路氏の長い怒りを思いか。クレゴンが赤。Aber jetzt ist der hier einfacher. Oh Gott, der macht voll viel Schaden. So, jetzt kann ich wenigstens blocken. Ja, da konnte ich nicht blocken. Dann kann ich zweimal wieder beleben, weil ich gerade so ein Leben aufgesammelt habe. Dieses Herz. Aua! Mann. Ja, irgendwie komme ich mit der Hitbox von dem Typen nicht klar. Ich bin so oft ausgewichen, ne? Aber ich wurde die ganze Zeit immer getroffen. Oh ja. Ich hab so vergessen, wie sein es wieder aussah. So. So, was? Da bin ich nochmal extra zurückgegangen. Nein.Ja, das ist definitiv einfacher. Komm, hier kann ich auch wieder zeigen. Ah.
Ja. Nein, ich hab abgedrückt. Ich glaube, ihn werde ich aufnehmen, wenn ich ihn habe. Wenn ich ihn gepult habe. Dann spielt er ja gefällt mir. Wo ich mir immer nicht sicher bin, ob er ein Verteidiger ist oder nicht. Könnte ich auch mal einen gebrauchen, einen Charakter. Nein. Also ich mag die Idee, einfach einen schweren Schildcharakter zu haben. Aua. Ich bin die ganze Zeit mit dir getroffen, ey. Oh mein Gott, ich wurde schon wieder getroffen. Ich hab doch geblockt. Boah, Leute. Sagt euch, Hitbox von den Typen ist so. Einige Zeit später irgendwo auf der Flucht und hat der Übergangsstation bei den Baller Twins. Denn seine Hitbox ist voll kacke, ey. Ich hatte voll Probleme mit. Zum ersten Mal gegen den Kämpfer. Ohne Schätze den Einfluss Razer hat. Ich glaube, das ist auch manchmal. Hey, oh, der ist tot. Los, mach ihn zum Boss. Los, manipuliere die alle wieder. Wie laut seine Stimme war? Boah, Leute. Ich habe schon immer Gas. Ah. Die ist weg, ne? Die sind weg, oder? Kommt da der eine Kollege raus? Da! Ausgezeichnet. Was für ein cooles Ende. Einige Tage später vor einem Sitzungsraum im Revier der Sicherheitsbehörde auf den Lumina-Platz. Shinji. Ich habe sie irgendwie auf dem Lumina-Platz getroffen. Sie hat irgendwie den Körper mit einem Bangbo getauscht. Einmal in so einem Vertrauensevent hier.
wo man die auf die Straßen ja treffen kann, die Charaktere. そしてこれは映る。まさか班長が表彰式から戻ってくるまで俺は絶対に。しまった。ふふん。先輩の言うことは信じるべきであるぞ。退屈同士ちょうど良い。絶望。 もう一度あれをやってはくれぬか。え、俺は嫌ですよ。恥ずかしがることはない。我が温度を取ってやろう。古本班長、聞いてください。こいつは山地組の親衛隊ジェーンです。今回の核王大将ですが、足を洗うようには説得しました。俺の名誉に誓ってこいつには公正の余地があります。どうか信じてください班長。 新医先輩、もう勘弁してくださいって。シカルの父親が。セス君、紹介するわ。彼女は私たちと協力関係にある犯罪行動学の専門家ジェーンルーよ。今回の作戦。カナフォンデンベアクルーブナティが勘。ごめんね。今回はいろいろと複雑で、また後できちんと説明するわ。班長。 あっちはもう終わったんですか？っていうか、なんでそんなにはっきり覚えてるんですか？あの時のセス君の顔は面白かったわね。あまり落ち込まなくていいわ。この作戦が無事成功したのも、あなたとジェーンが頑張ったおかげなんだから。元気を出して。して、そのジェーンはいずこに？ Wie sieht sie jetzt eigentlich aus? Sie müssen ja eigentlich andere Klamotten haben. Wir haben sie nicht gesehen, wie sie so irgendwie auf diesem einen Bild aussah, wo ich fand, wie sie so nuttig aussah. Sieht wahrscheinlich so aus, ne? Aber ich nehme an, ihr Outfit ist das gleiche, wie was wir die ganze Zeit gespielt haben. Währenddessen in der Videothek Random Play auf der Six Freedom Bezirk Janus. もうちょっと左かな。あ、やっぱ今の。もうちょい右。それも3回目だぞ。僕はただこの営業許可証をまっすぐ壁にかけたいだけなんだ。よくわからないならフェアリーに見てもらった方がいい。もうどうしてそんなこと言うの？曲がってないかなって大真面目に見てあげてるんだけど。うん。わかったよ。なら。 これでどうかな。いや、まあ、アウトタイルザストーリー、アイムセン。やっぱり右？悩むな。でも、すっごく良い笑顔してるわよ。妹ちゃん。前に来た人、今に来たもんね。覚えてくれてて嬉しいわ。お仕事の邪魔しちゃったかしら。 実はちょっとお兄ちゃんをからかってただけなの。だって二人で街をぶらつくたびに晩御飯をラーメンにしてこようとするんだもん。なるほどね。俺たちは晩御飯がざっくりプライドラーメンですね。朝ごはんプライドラーメンはフリーステック。ビデオの返却ですか？そうよ。 ここで借りたポッターヒル、確かに返すわね。わかりました。うん、特に傷なんかもないようですね。ではデポジットを払い戻すので、もう少し待っていてください。それでどうだった？お友達は満足してくれた？ん？お友達って？あれ、借りてく時お友達のためって。 ほら、度胸があるふりをしてるけど、ハッタリっていう。うちのお兄ちゃんにそっくりな人。リン、聞こえているからね。ああ、そんなこと言ったような気がするわね。でもごめんなさい。あたい本当に記憶力がない。せっかく一緒に選んでくれたのに感想を聞くのも忘れちゃうなんて。そうね。お詫びにここで一番高いランクの会員になるわ。 プリペイドカードも上限いっぱいのやつを申し込もうかしら。 あとは
Nice. Mehr Profit. お姉さんは全然ダメなんかじゃないよ。私の記憶力の方が問題かも。喜んで会員になるお手伝いをさせて。ご支援ありがとうございます。プリペイドカードの用意ができました。お名前を伺ってもいいですか？そうね。ジェーンって呼んで。オッケー。 Oder war es nämlich an, ne? Sieht so aus. Wenn niemand mit mir reden, mach eine Pause. Alles klar. Was genau? Das war ein anstrengender Tag. Zeit ins Bett zu gehen. Aber eigentlich hast du Lust, noch ein wenig auf dein Handy spielen, bevor du die Augen schließt. Okay. Okay, machen wir da noch. Bald wird wahrscheinlich ein bisschen überlänger, aber wir haben mal wesentlich erledigt. So, hey Bell. No baby Bell. Okay. Geh schlafen. Wach. Geh schlafen. So, ich frage mich, was da steht. Ihr Feind im Berglöwen soll eine brutale, aber gerissene Bande gewesen sein. Sie müssen den Bürgern eine Menge Schaden zugefügt haben. Die Szene-Syndikat wird von der Sicherheitsbehörde ausgeschaltet. Trotz unserer unterschiedlichen Ansichten setzen die Sicherheitsoffiziere ihre eigenen Maßstäbe der Gerechtigkeit auf ihre Weise durch. Auch wenn wir nicht wissen, wer der Held des Tages war, ich bin mir sicher, dass die Person aus meiner menschlichen Liebe herausgehandelt hat. Um es zu merken, bist du fest eingeschlafen. So. Jetzt, wo du wieder deine Ruhe hast, kannst du weiter deine Internetstufe erhöhen. So, irgendwie haben wir sie aber nicht irgendwie so gesehen. So, jetzt haben wir diese Mission hier freigeschaltet. Ich nehme an, es ist wieder so für eine Woche oder so. Ja, ist sogar für eine Woche. Das sehen wir, hat kein Bild gar nicht mehr. Irgendwie haben wir sie gar nicht so in den Klamotten gesehen, ja. Ihr wisst ja, welches Bild ich gemeint habe, ne? So. Okay, dann sind wir ja fertig. Als professionelle Geheimagentin. Wird hier schon ja aufgelistet? Ich glaube nicht, ne? Oh. Doch, da ist es schon. Sie wird ja in der nächsten Gacha dabei sein, ne? Halte den Agenten, ja, und Steph ist auch dabei. Da haben wir 4 Mitglieder der Sicherheitsbehörde. Von denen ja müssen mal welche freigeschaltet werden, ne? Also jede Gruppe hat 4 Leute, ne? Und dann gibt es hier Katzen. Die Söhne von Kalidon sind noch nicht da, also Piper und hier Lucy. Ich nehme jetzt nicht an, dass es hier weitergeht gerade in der Quest, aber weil es irgendwie was ist, dann werde ich euch wieder einschalten, ne? Aber wir haben noch andere Sachen, die wir uns kümmern können, und zwar, wo ist Bell? Ich will vor Bell stehen. Steht sie da oben? Steht sie da oben so im Sinne von, ah, hier ist gerade nichts zu tun? Wo ist sie? Ey Mann, wo ist meine Schwester? Nirgendwo. Ist hier irgendwas, wenn ich rausgehe und wieder rein? Ich bin noch ein bisschen nervös, falls hier irgendwas tut. Sieht doch nicht so aus. Wahrscheinlich passiert wieder irgendwas, wenn ich hier gerade weitermache. Ich glaube, die Story geht gerade im Moment nicht weiter. Kapitelpause, nachglühen. Das eigene ist fürs erste beendet und das Leben in der Grün ist wieder zur Ruhe gekommen. Weitere der irdische Schub, dann wird dir vielleicht bald etwas Neues begegnen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Wort, was ich das letzte, was ich hier erstmal machen konnte, storymäßig. So, ich weiß nicht, wo meine Schwester ist. Deswegen gehe ich einfach hier hin und mach folgendes, weil, boom, ich habe wieder ein bisschen zusammengespart. Ich habe einmal 11 hiervon und einmal 15 hiervon. Weil wieder ein neuer Monat bekommen angefangen hat. Wir haben jetzt den 2. September und da habe ich wieder 5 Dinger hier freigeschaltet. Außerdem habe ich einige Charaktere hier die Stufe hier erhöht. Immer wenn man hier die Stufe auf Level 50 von 60 hochlevelt, dann kriegt man noch mal hier so ein
so einer Kassette, so habe ich mir zusammengefarmt. Ich habe alle Charaktere schon auf Level 55 und so gelevelt, ne? Einige meiner Dinger hier verballert, ne, damit die auch mal wegkommen, ne? Ich hatte mal 50. Habe ich auch irgendwann wochenlang hingesetzt und die alle verballert, damit die endlich mal verbraucht werden, ne? So. Wie gesagt, wir gehen mal hier in die Gacha wieder, ne? Erstmal wieder hier den hier gucken. Und dann werde ich mich wahrscheinlich um die ganzen Events und so kümmern, beziehungsweise das eine Event. Wow, das ist eine sehr traurige Gacha. So. Okay. Am wichtigsten ist natürlich gleich die Gacha, ne? So, aber wir haben wieder den Dominatrix Bow. Weiß nicht, ob ich den schon. Ich glaube, den habe ich noch nicht komplett, ne? So, hier habe ich schon wieder zusammengeschaut. Wir müssen noch 2 Tage warten, bis die nächste Gacha startet, aber bis dahin habe ich immer noch, ja, kein Problem. So. Alles klar, hier rein. Immer cooles. Am besten eine Waffe, die ich noch nicht habe, weil ich habe schon alle 4-Sterne-Charaktere. Oh, nur eine Sache. Oh mein Gott, sehr traurig. Am besten wäre ja Coins Waffe oder Lucy's Waffe oder Piper's Waffe. Da wäre nämlich der Beste im Moment. So, boah. So ein Dreck. Das ist die Waffe, die ich für Piper ausgerüstet habe, aber ich werde gern einzigartige Waffen für die Charaktere. Ja toll, die Waffe habe ich für Piper ausgerüstet. Ja. Eine. Ich meine, ich benutze die aber trotzdem. Ich hätte dann lieber irgendwie eine Waffe, eine einzigartige Waffe, ja. Für die Charaktere. Ich brauche nur die für Piper, ich brauche nur die für Lucy, für Corin, für Anton. Aber okay, gut. So, dann werden wir uns wahrscheinlich irgendwann sehen, wenn ich hier mich an diese Dinge hier versuche, ne, an die. Habe ich für, ach, die besonderen Episoden kannst du auch ja anschauen. Ich habe mich schon gefragt, was die anderen Reiter hier alle sind. Da, genau, das ist das. Muss schon sagen, die kann man da bestimmt auch noch mal angucken, die ganzen Events hier. Empty, was? Oh, dann geht es wahrscheinlich immer noch weiter, ne? Nein. Also ich weiß, ich irgendwann mal hier noch reinschneiden, ne? Ja, irgendwie haben wir sie. Ach, das ist. Ach, das ist wahrscheinlich. Weil das hier so eine Kassette ist, ne? Wo die Charaktere alle so komisch aussehen, ne? Alright. So, wir müssen natürlich noch hier bald irgendwann die Quest machen, ne? Koleda, Lykaon, Rina, Shinji, ne? Aber das macht man irgendwann andermal, ne? Ich sag dann Dankeschön fürs Zuschauen. Der Part ist wahrscheinlich schon ein bisschen lang. Ich weiß gar nicht, wie lang die Parts sind, die ich ja gerade rausgeschnitten habe. Ich glaube so 10, 15 Minuten oder so. Und ja, ich sag dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir wahrscheinlich die anderen Agenten-Quests hier erledigen. Ich nehme jetzt nicht an, die Story geht jetzt schon direkt im nächsten Update weiter, also in 3-4 Tagen. Deswegen, ja, werden wir noch Zeit haben, die Agenten-Quests hier zu erledigen, ne? So, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Ciao!